Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Und ja, wir spielen die Sims 4. Und ja, ich habe schon eine kleine WG hier gemacht. Jetzt haben wir hier zwei Sims, und zwar einmal hätten wir hier Max Viti, also ich, ne? Auf der anderen Seite den Markus Textmarker, also den Sig. Und wir zocken jetzt einfach Sims 4. Und ja, ich habe ein paar Erweiterungen drin, ich habe Mods drin. Und ich muss ein paar Mods rausnehmen, weil man die hier nicht auf YouTube zeigen darf. Und ja, ich würde sagen, ich stelle hier ganz kurz mit die Sims vor. Ich glaube, ich habe noch ein paar Erweiterungen, also ich habe Erweiterungspacks drin. Also zum Beispiel habe ich hier Jahreszeiten habe ich drin, Großstadtleben. Was habe ich noch? Zeit für Freunde, an die Arbeit und hier das mit dem Filmstar, ne? Habe ich auch. Werde berühmt. Ich finde so Haustiere und Inselleben. Haustiere werde ich wahrscheinlich nicht kaufen, weil es für mich interessant ist mit Haustieren. Inseln habe ich schon Bock drauf. Und dann haben wir noch so ein paar Accessoires-Packs und Gameplay-Packs. Wie zum Beispiel hier mit, keine Ahnung, Sky, mit Kindererziehung zum Beispiel. Na, aber das ist, kommt merkbar, das ist ja, sind kleine Packs von EA, ne? Gut, ein paar Mods ansonsten, na, zum Beispiel, zum Beispiel die Kommandozentrale hier drin, also ich kann zum Beispiel auf das Sim hier klicken. Na, zum Beispiel die Kommandozentrale, na, kann man ein bisschen hier alles ein bisschen rumballern. Und ja, was habe ich noch? Zum Beispiel einen Rauchermod habe ich hier drin. Ich habe Drogenmod drin. Extreme Violence Mod, also mit Waffen und so, GTA Mod halt, ne? Und ansonsten noch ein paar andere Mods. Aber die werden wir dann wahrscheinlich nur noch entdecken. Jo, das ist unser Haus hier. Ne? Haben wir ein kleines Haus einfach genommen. Wenn ich gerade mal Leben heißen konnte. Und ja, größtenteils habe ich noch ein paar Karrieren drin, aber auch die können wir dann später noch mal ein bisschen angucken. So, ich zeige mal kurz mal mein Bestreben hier, und zwar habe ich einfach herrlich reich ausgewählt, also einfach viel Geld verdienen. Arbeit gibt's noch nicht, und keine Fähigkeit, das kommt alles so. In der Beziehung habe ich auch nur kurz den Markus hier. Und Inventar, und dann hätten wir hier nochmal das Rufsystem haben wir noch, aber das ist uninteressant. Ich zeige euch erstmal hier, was ich für Merkmale habe. Ich habe einmal hier aktiv, Bro und geschäftstüchtig, und eigentlich müsste noch so ein Dritter sein von den Merkmalen her. Kann ich keinen Shift-Klicker machen? Oh Mann, dann muss ich ja hier direkt einen Cheats eingeben. Und davon, wenn man hier Cheats entfernt. Testing Cheats, tue ich auch, das ist so korrekt. Ich hoffe, jetzt kann ich das wieder zugreifen. Sehr schön. Habe ich auch noch ein paar Sachen noch. Und dann habe ich noch Sim-Info. Und dann habe ich hier Merkmal entfernen. Da kann man das kurz mal nachgucken. Wenn wir rechts sind, das ist auch cool. Oder habe ich die. Ach ja. Ich habe Mods entfernt, deswegen sind die Mods jetzt auch weg. Sonst von den Merkmalen hätte er noch Glücksspieler gehabt. Als Merkmal. Jetzt mal Markus hier, ich weiß auch nicht, ah genau, das ist auch weg hier. Ich habe einmal hier Perfektionist. Schneller Lerner. Auch wie ein bisschen bestreben hier. Dann habe ich hier Nerd hier für ihn. Also, dass er ganz viel lernen möchte. Und noch hier Wut. Ja, oder mal so. Ja, positiv ist. Und das habe ich auch noch schlichter gehabt. Weil man immer mit dem Beef geschlittet hat in den ganzen Gruppen. Aber es ist natürlich auch weg. Ich könnte den Mod wieder hinzufügen. Na, dann wäre es auch wieder alles da. Problem ist halt, der ist ein bisschen outdated von den ganzen Updates und so. Und dann wird gesagt, sobald man den Sim hier anklickt, so, ne? Damit immer hier eine rote Fehlermeldung kommen. Und das ist doch ziemlich nervig. Ich könnte reinmachen, wenn ihr wollt, und ich auch die ganzen Merkmale wieder da und so halt, nee. Aber da wird das mal doch erstmal draußen gelassen. Jo.
Dann, ja, vielleicht mal Outfit nochmal zeigen. Ups, hab ich auf hingegen gedrückt. Das wollte ich nicht. Outfits ändern hier, so zack. Das wäre dann sein, ja, Abendkleidung hier. Hätten wir hier noch seine Sportkleidung. Dann hätten wir noch seinen Schlafanzug, na, so muss das sein. Ich hätte das einen hatte auch zu Hause. Dann Partykleidung, da fehlt uns eine Brille, fängt uns mal auf. Müssen wir vielleicht nochmal ändern. Na. Dann Badehose. Habe ich die Brille weggelassen. Dann hätten wir noch das Sommeroutfit. Na. Sieht ganz so spektakulär. Und auch sein Winteroutfit. Jo. Kannst du mal schreiben, wenn du etwas geändert haben möchtest, ne? Jo, ansonsten habe ich noch mein Outfit hier. Na, auch erstmal ganz klassisch. Und dann würde ich sagen, Anwendung sieht so aus. Na. Dann, mein Sportler-Outfit, da ist auch durch einen Mod gemacht, auf ein schönes Deutschland-Trikot hier, na. Das heißt, TV-Trikot. War ziemlich krass. Dann nennt man noch mein Schlafanzug mit einem Star Wars T-Shirt, ne? Und das ist durch einen Mod gemacht. Ich habe erst überlegt, ob ich auf den Textmarker hier auch ein Star Wars T-Shirt gebe, als kleine Provokation, damit er hier den Beef verschlechtern kann, aber habe ich mir dann noch verkniffen. Jo. Aber nichts Spektakuläres. Jo, Partykleidung. Auch hier nichts Großes, gerade meine Badekleidung. Dann Sommerkleidung. Auch nichts, sondern noch das Winteroutfit, haben wir sogar Handschuhe dabei. Cool. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal erstmal ins Haus. Wir brauchen ja Berufe. Da gucken wir mal direkt mal im Baum, das mal eben kurz mal rein. Ich hoffe, die Musik und so ist alles nicht so laut. Computer sind hier. Ich weiß ja, könnte man bei versuchen, den können wir hier so nehmen. Ein bisschen Geld verloren, aber wir können uns ein paar Berufe holen. Wir können sogar hier auch Kredite abschließen. Ne? Zum Beispiel 100.000 Euro, dann können wir uns direkt mal holen und dann müssen wir zurückzahlen. Ist auch ein cooles System. Und ich habe einfach so ein paar Sachen halt drin. Ne? Zum Beispiel, man kann so ein paar Fähigkeiten online lernen. Ne? Sind also kleine Mods. Und ja. Können glaube ich auch Drogen gekaufen, glaube ich. Oder wird das irgendwie anders? Also der direkt ein eigenes hier. Da können sie vielleicht mal Drogen vielleicht mal kaufen. Erstmal hier Job suchen. Da kann der Text mal gleich mal hinterherkommen. Gucken, vielleicht kann ich mal einen kleinen Screenshot mal machen gleich. Für Thumbnail. Erstmal hier. Job für mich. Oder habe ich ein paar eigene Karrieren? Ja, aber auch zum Beispiel hier, dass man Tube Couriers habe ich auch zum Beispiel drin, dass man noch zur Arbeit gehen kann. Zum Beispiel bei Entertainer, zum Beispiel geht das sonst nur bei, ich glaube, bei Arzt, bei Wissenschaftler, Schauspieler und Polizist, genau. Aber ich habe zum Beispiel auch hier, kann man. Zum Beispiel mal hätte ich hier eine eigene Tube Courier erhalten. Also kann man zum Beispiel so ein, zum Beispiel ein Grundstück setzen. Und dann kann man so mit diesem Grundstück halt, kann man halt hingehen und kriegt man so eigene Aufgaben. So zum Beispiel male 50 Bilder oder so. Und dann kann man so diese Arbeit mit begleiten. Das geht auch mit zum Beispiel mit der Schule. Das heißt, wenn man Kinder hat oder Teenager, dann kann man die auch mit zur Schule mit begleiten, na, dann müsste ich da das Grundstück noch dazu setzen. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Karrieren. Viel habe ich selber gemacht, ne, das seht ihr gleich. Außer dieses Alien Test Subject ist zum Beispiel nicht von mir. Dann noch ein paar Rister, das sind zum Beispiel so Teenager-Karrieren, die auch für Erwachsene man machen kann. Dann hätten wir hier Bibliotheker, das ist zum Beispiel von mir. Ja, leider hat man ja unbezahlt, das ist so ein komischer Bug mit den Karrieren. Die sind alle unbezahlt, da muss man halt
selber sich ein bisschen Geld cheaten. Dann haben wir noch den Lehrerkarriere. Nochmal den Bookstore Clerk. Also eigentlich die gleiche Karriere wie die hier. Dann haben wir noch Bäcker. Erzieher, auch diese beiden Karrieren sind von mir. Auch der Fahrlehrer habe ich selbst gemacht, ne? Damit es einfach ein bisschen mehr tiefer bekommt oder spielt, ne? Weil sonst die normalen Karrieren, die fände ich schon langweilig und auf jeden Fall ganz cool, so viel Story. Wenn man so einen Fahrlehrer zum Beispiel hat. Fastfood-Angestellter, aber auch so eine schöne Karriere für Erwachsene. Filmkarriere, die ist irgendwie auch runtergeladen oder so. Formel 1 Karriere habe ich auch gemacht hier. Ich sei für Moncax. Freelancer. Die kommen mir durch den Update oder so hinzu. Weil die kannte ich ja noch gar nicht. Die waren einfach da. Dann einfach nochmal hier zwei Fußballkarrieren. Die habe ich eigentlich nur runtergeladen für den Schiedsrichter hier. Aber für mich würde dann vielleicht noch die Fußballstar-Karriere machen. Da würde ich einfach mal sagen, ich klicke mal an. Ich hätte noch Fußballtrainer, das kann man halt auch später mal machen. Ne? Also würde ich sagen, fange jetzt mal bei einer Fußballstar-Karriere an. Und jo, jetzt bin ich einfach hier Regionalliga. Also spiele beim Heimatclub. Und wenn man gut arbeitet, dann geht's ab in die dritte Liga. Jo. Genau. Da habe ich ein bisschen selber gemacht. Das ist eigentlich ganz cool. Und das wäre dann meine Karriere. Wir müssen dann Dienstag anfangen zu arbeiten. Genau. Dann holen wir uns mal den Markus nochmal hier so einen Job. In der Nachbarschaft. Ja, gucken wir gleich. Erstmal gucken wir hier weiter. Da war noch Gärtner. Da will man zwei kaufmännische Berufe. Ne? Kellner hatten wir hier. Haben wir auch sogar gemacht. Kritiker, das ist wohl irgendwie von Großstadtleben oder sowas, keine Ahnung. Das ist einfach nochmal für Lehre, Highschool und Grundschule. Ich glaube, da kann man mit diesen, wo man diese Kinder Sims hat und Schule begleiten kann, da kann man selber unterrichten. Aber habe ich noch nie richtig ausprobiert. Auxilium Clerk. Ich glaube, das ist irgendwie mit der Kirche oder so, keine Ahnung. Mechaniker, auch das habe ich selber gemacht. Militär hatten wir hier. Model hätten wir hier. Politiker, Produktionsarbeiter. Ach, ich bin kein besserer Job, einfach allen, ist einfach nur, dass man einfach halt, oh, ja, keine Ahnung, in der Firma halt das Ganze also alle zusammenbaut halt. Zum Beispiel Autos bauen oder zum Beispiel sowas halt, ne? Das passt der Text auch nicht so. Radiomoderator, ne? Kann man machen, aber noch Rezeptionist, Redakteur, ich glaube, das war so meine erste Zeit, meine eigene Karriere hier. Ne? Soziale Medien hatten wir hier, ne? Spieleentwickler, Stilbeeinflusser hat man noch, Sänger, Verkäufer, Angestellter im Einzelhandel. Ich glaube, die kann man sogar hier zeigen, ein bisschen selber ein bisschen aussuchen. Babysitter, Barista, Fastfood, Angestellter nochmal und Handarbeiter. Und für den Markus habe ich extra nochmal gleich und gerade eben noch eine Karriere gemacht. Und zwar den Studenten. Yay. Gehen an der Uni studieren, öffne eine neue Berufsmöglichkeiten. Die habe ich sogar um es halt gelassen, weil ich glaube, die Studenten verdienen glaube ich kein Geld. Ne? Keine Ahnung. Das bin ich von Sims 2 noch irgendwie runtergeladen. Ne? Hab kein besseres gefunden. Und als Karrierestufe haben wir einfach hier hab ich einfach Semester 1 bis Semester 4 so halt gemacht. Arbeitszeiten sind von 9 bis 15 Uhr. Da habe ich den Zirk nochmal extra nochmal gefragt dafür, für die Zeiten. Arbeite von Montag bis Freitag. Und ja, ich habe hier auch ein bisschen an Sims 2 orientiert. Weil in Sims 2 kann man ja richtig nochmal studieren gehen, sonst College und so, ne? Ich würde sagen, wir drücken mal auf OK. Jetzt ist der Markus Student bei der Universität Windenburg. Und da geht es ja für ihn los. Ja, von 9 bis 15 Uhr. Bisschen blöd zu lesen, denn Markus ist jetzt erstmal Semester, ne? Das ist eigentlich der Jobtitel. Aber besser kann man es auch nicht lösen. Aber ich glaube, das ist ja auch relativ egal. Aber man hat zum Beispiel jetzt hier angucken, da steht glaube ich auch hier richtig, ne? Markus Sechsmacher, Student bei
Universität Windenburg. Yay. Cool. Wenn wir das Prüfungskomitee dabei hereinbitten. Der Mods und Mods ist auch ein bisschen so, dass manche auch nicht mehr funktionieren. Bin manchmal ein bisschen In a kaputt. browser, in a Die habe ich halt nicht so prim. richtig geupdatet. Ne? Das wäre wahrscheinlich auch, weil ich selber nicht richtig oft mitgespielt habe. So, ne? Jo. Dann ist hier der Travis Scott sogar einen richtigen Kuchen gebracht. Komm hier, Obstkuchen. Komm mal, bitte Greif verkaufen, wenn wir wollen. Dann kommt direkt zum Quatschen, glaube ich, mit richtigen Kontakte oder auch nicht. Da grüßen wir direkt mal ein bisschen hier. Und dann, zocken wir mal ein bisschen Sims hier. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für Stories oder so, oder wenn ihr selber hier ins Projekt rein wollt, ne? Dann könnt ihr ja einen erstellen, wenn ihr wollt, ne? Und jetzt werde ich dann vielleicht ausgewählt. Oder die drei hier mal ein bisschen vorstellen hier. Zack. Stellen wir uns mal vor. Ich habe hier auch einen Hate-Slider-Mod drin, ne, dass man größere Sims und kleinere Sims. Auch das finde ich irgendwie sehr dynamisch. Zum Beispiel ist der Travis Scott hier ein bisschen größer als der Markus. Und Markus größer als die beiden Weiber hier, ne? Jo. Dann zum Let's Play. Ich würde sagen, wir brechen das mal ab hier. Weil die Folge ist dann, glaube ich, vorbei, ne? Hauen alle schon ab. Markus hat wahrscheinlich schon den ersten Freund gefunden. Mit Liberty Lee. Markus wird jetzt abhauen. Und dann machen wir, glaube ich, ein kleines Thumbnail. Stellen wir uns mal hier hin. Ich komme eigentlich auch direkt mal teleportieren. Und dann würde ich sagen, ich mache kurz mal ein kleines Thumbnail. Also ich weiß gar nicht, kann man das noch so machen, ja. Kann ich schön hier so machen. Kann man hier runter scrollen, ja. Oh ne, so richtig noch nicht, ne? Jo. Ich knipp's einfach mal, ne? Gut. Ja, besser sagen wir auf jeden Fall. Ansonsten, nächste Folge kann der Markus ja ein paar Drogen kaufen, ne? Das können wir machen. Und ja. Und sonst ist auch ein ganz neuer Spielstand hier. Also keine Sims hier in der Welt, die ich schon mal erstellt habe. Ne? Ist einfach ein ganz neuer Spiel, normal, ganz neuer Spielstand und so. Ne? Können auch irgendwie so ein cooler so. Ne? Jo. Ansonsten könnte man ihn zum Beispiel hier ein bisschen hauen zum Beispiel. Ne? Oder ein bisschen Geld klauen, aber das machen wir eben nicht. Und ja, dann würde ich sagen, ist das schon das gewesen von der ersten Folge heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen positiven Daumen da. Aber nicht vergessen. Oh, tschüss.